Hallo, morgen, hier ist Petra aus Petras Bastelzimmer. Und ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich meine Pocket-Letter mache. Die habe ich letzte Woche gemacht, die 5 Stück. Ja, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar mit dem ersten. Das ist die Nummer 83. Das ist ein Gorgeous Pocket-Letter in Lila. Und zwar habe ich da die unteren Kärtchen alle mit Spiegelkarton in Lila. Und die haben die Maße 9,3 mal 6,5. Und die Designerpapiermaße haben 9,0 auf 6,2. Und da habe ich dann den Gorgeous Schriftzug gestempelt, einzelne Buchstaben ausgestanzt, mit einer Kreisstanze auf Spiegelkarton gesetzt und dann mit Abstand halt, ups, geht weg, nee, mit Heißkleber habe ich die auf die Folie geklebt, auch die Blümchen, das sind Stoffblümchen. Dann habe ich hier diese Gorgeous, das sind 3D, aus einem 3D-Stanzbogen. Da habe ich verziert mit Halbperlen, also mit Strasssteinchen, hier an den Seiten auch. Hier habe ich eine Bordüre unten ausgestanzt in Lila, habe ich aber auf die Kärtchen geklebt, nicht auf die Folie. Auch diese Raindrops in Lila sind auf dem Papier. So, dann habe ich hier einen Spruch gestempelt. Und zwar heißt der, wenn dich dein Leben nervt, streu Glitzer drauf. Ich habe das mit der Textstanze ausgestanzt und dann auch mit Lila den Rand eingefärbt. Mit Abstandhalter draufgeklebt. Dann habe ich hier in der Mitte habe ich einen Shaker gemacht. Habe das Ganze außenrum, also das ist Karton, habe ich 5-mal den Rahmen ausgestanzt. Habe außenrum, damit es dann auch lila ist, habe ich eingefärbt mit Royal Flash in Lila. Also das ist hier diese Farbe. Im Hintergrund sitzt wieder eine Gorgeous und Streuteile habe ich kleine Perlen, kleine Kügelchen und Paletten drin. Außenrum wieder mit Spiegelkarton und Strasssteinchen drauf. Und diesen Gorgeous Letter, der geht an Birgit Rossmann. Dann kommt die Nummer 84. Das ist einfach zum Thema Lila. Und zwar habe ich da auch wieder die Hintergründe Karten mit Spiegelkarton. In 9,3 auf 6,5. Die verschiedenen Designerpapiere sind 9,0 auf 6,2 draufgeklebt. In der Mitte habe ich so ein Shaker-Tütchen gemacht. Habe das oben zugeklebt mit einem Washi. Und zwar ist das ein Tütchen für ATCs. Da sind dann drin auch Halbperlenknöpfe. Dann habe ich lilane Herzen aus Filz. Diese Bordüre, die habe ich, die gab es mir beim Aldi auf einer Rolle. Dann habe ich hier einen Spruch, der heißt: Humor ist die Fähigkeit, heiter zu bleiben, auch wenn es ernst wird. Hier meine Paperclips, wie die vergehen, habe ich euch schon im Video gezeigt. Hier habe ich so Glitzerschnörkel und auch wieder eine Bordüre ausgestanzt. Hier habe ich noch einen Spruch, das war auf dem Tag. Ich denke an dich. Da unten habe ich eine Bordüre ausgestanzt mit Herzen und habe Schmetterlinge drauf und Raindrops. Hier habe ich zwei Bändchen.
rechts und links von dieser Bordüre und habe dann Strasssteinchen drauf gemacht. Und hier habe ich außen auf dem Pocket Letter habe ich so eine große Blüte. Das wird aus 5 Teile gestanzt, aus doppelseitigem Designerpapier und nachher zusammen gefalzt und zusammengeklebt. Und wie die funktionieren, das zeige ich euch dann noch im nächsten Video. Das ist also Pocket und da hinten habe ich also Posch, da habe ich mit einer Envelope-Falzbrett habe ich einen Briefumschlag gemacht. Innen drin ist meine private Post und das ist Pocket Letter Nummer 84 und der geht an Jutta Landes. Dann habe ich hier Pocket Letter Nummer 85. Ja, ist auch wieder in Lila. Ich habe diesmal alle in Lila gemacht, weil ich einfach so viel Material habe, weil Lila meine Lieblingsfarbe ist. Hier habe ich alles ein bisschen anders aufgebaut, also Hintergrund wieder wie war mit Spiegelkarton und obendrauf dann das Designerpapier. Hier habe ich rechts diese Blüte oben aufgeklebt. Hier habe ich eine kleine Stoffbordüre, so ein Rest einfach zusammengefaltet, draufgeklebt, hier stand das Blümchen drauf. Hier ist wieder diese Herzenbordüren. Und habe dann mit Strasssteinchen einfach diese Linie mal nachgelegt. Dann hier wieder mein Hallöchen Liebchen, diesen Paperclip. Hier habe ich mal rechts und links von so einer Papierbordüre 2 Knöpfe angebracht mit 2 Reste von Dekoband. Ja, in der Mitte habe ich wieder so ein Shaker-Tütchen mit diesen Glitzer-Schnörkel. Der Spruch ist gleich. Humor ist die Fähigkeit, heiter zu bleiben, auch wenn es ernst wird. Unten gibt es noch einen mit viel Glück. Und noch eine Bordüre. Und hier wieder diese Bordüre von der Rolle. Diese Glitzerbordüre mit den Strasssteinchen vom Aldi. Und das ist Pocket Letter Post natürlich auch. Pocket Letter Nummer 85. Und der geht an Silke Bruchhäuser. Pocket Letter Nummer 87. Wieder fast genau gleich. Das habe ich hier das mal eine Bordüre, eine Spitze als Bordüre geklebt und habe dann diese 3 Filzherzen drauf gemacht mit jeweils einem Strasssteinchen und außen auf die Folie Raindrops. Dann habe ich hier diesen viel Glück und habe die Papierbordüre, habe oben drauf mal Knöpfe angebracht. Ein Shaker-Tütchen. Dann habe ich hier mal 2 Schmetterlinge. Ich habe auch versucht, immer ein paar Goodies einzubringen, die wo ich mal selber bekommen habe, weil ich so viel habe. Muss man auch irgendwann verarbeiten. Mein Hallöchen Liebchen, mein Paperclip. Dann oben wieder diese große Blüte. In der Mitte ist ein Brett. Das zeige ich euch also im nächsten Video, wie man die macht. Ja, durch die Löcher zum Abheften habe ich 2 verschiedenfarbige Bänder gezogen, dass es einfach auch ein bisschen abstimmig ist. Meine Post auf der Hinterseite und dieser Pocket Letter geht an Evelyn Bornman. Dann habe ich hier Pocket Letter Nummer 87. Der ist auch wieder ziemlich gleich, nur halt die verschiedenen Papiere in andere Taschen reingesteckt, dass es halt wieder anders wirkt, anders dekoriert. Dann habe ich wieder die Knöpfe und dann habe ich hier so Bordüren mit Halbperlen, mit viereckigen Halbperlen. Hier habe ich mal eine Bordüre abgeschnitten und habe sie unten dran geklebt und in der Mitte habe ich dieses Filzherz mit einem Strasssteinchen. Mein Hallöchen Liebchen.
Dann habe ich hier unten noch einen Spruch, der steht mit Liebe. Das ist ein fertiges Tag schon aus dem Kartenset. Meine Shaker-Tüte. Dann wieder diese Bordüre hier vom Aldi. Mein Spruch hier unten habe ich wieder. Ach, das habe ich übrigens mit einem Wellenlineal ausgeschnitten. Also nicht gerade, sondern das hat so ein bisschen so Wellen drin. Und dann habe ich oben und unten auch so eine Bordüren, Straßbordüren aufgeklebt.